Hallo, guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Quarantäne-Show. Heute ist Freitag, ist schon wieder Freitag. Freitag, der 13. November 2020. Und ich erspare uns allen jetzt alle Wortspiele, alle Witze rund um das naheliegende Thema Freitag, der 13. Doch einen muss ich machen, einen will ich machen, einen darf ich machen. Es ist im Grunde ein ganzer Monat voller Freitage, der 13., weil im Grunde genommen ist der ganze Monat ja so ein halber Monat, also so von der Aktivität her, denn wir sind im Lockdown light. Einige sagen, nee, es ist gar nicht ein kompletter Freitag, der 13. Monat, sondern eher so ein dauerhafter Sonntag, ein Everlasting Sunday. Mindestens ist es in Berlin so. Es ist so unfassbar ruhig, man glaubt es kaum, man hat wirklich das Gefühl, wir sind hier in einem dauerhaften Sonntag. Und ich freue mich heute Abend, einen großartigen Gast, der Zeit hat für diese Show. Es ist der großartige Musiker Till Brönner, der heute Abend hier ist. Und ich freue mich, Till, dass du Zeit hast. Herzlich willkommen. Grüße, sorry für die Verspätung. Du, ich muss mich entschuldigen. Ich war ja 2 Minuten zu spät, aber das gehört irgendwie dazu, weil ich will dann immer ganz pünktlich anfangen und dann gelingt es mir doch wieder nicht so pünktlich, wie ich es gerne hätte. Aber du bist ja absolut pünktlich. Und du erinnerst mich dran, ich habe hier einen Heimknopf zu weit zu. Ich weiß gar nicht, ich habe das gerade so aus alter Bühnenenergie her. Bitte? Machen wir beide wieder auf. Machen wir beide wieder auf. Ich finde das auch sehr gut, weil ich habe das so aus so einer alten Bühnentradition, habe ich so gedacht, hey, normalerweise auf der Bühne immer Anzug und Krawatte und Hemd zu, aber hier ist ja alles ein bisschen entspannter und cooler. Absolut. Hier kann man auch mal das Hemd ein bisschen weiter aufmachen. Wir klingen schon wie so zwei alte Banker. Ne? Hier kann man auch mal das Hemd, den obersten Knopf aufmachen. Richtig. Schön, dass du da bist. Schön, dass du Zeit hast. Ich freue mich wirklich. Was trinkst du? Ich trinke jetzt tatsächlich mal Wasser, wobei mir wäre nach Bier. Ja, aber wie ist bei dir? Also ich hab jetzt hier auch ein Wasser und ich habe aber gedacht, weil es mir so den Anschein hatte, gemütlich zu werden, habe ich mir auch einen Wein aufgemacht. Gut so, gut so. Du kannst dir auch gerne noch ein Bier holen. Ich habe, naja, mal gucken, wie sich das entwickelt hier. Und wieso hast du Zweifel? Nee, auf keinen Fall. Bei uns habe ich überhaupt keine Zweifel. Ich bin großer Fan. Das muss ich auch nicht sagen, weil wir gerade hier so connected sind, sondern ich freue mich wirklich sehr. Ich mich auch. Ich fand's ganz toll, dass du heute Abend zugesagt hast, dass du ja gerade aufgrund auch der aktuellen Situation, aber nicht nur. Wir müssen auch mal vielleicht für die Leute dazu sagen. Ich glaube, wenn ich richtig mich erinnere, wir haben uns noch gar nie persönlich getroffen, glaube ich. Ne? Nee. Ich kenne wirklich nur deine Arbeit, die ich sehr schätze. Und ich kann an dieser Stelle sagen, ich habe tatsächlich beim Schreiben meiner Programme und meiner Bücher zahlreiche deiner Alben rauf und runter gehört, weil ich so ein Trompeten und Saxophon und alles, was Richtung, in diese Richtung geht, so ein Jazz-Fan bin. Und beim Schreiben von, und das glaubt mir immer niemand, beim Schreiben von auch oft komödiantischen Texten brauche ich das absolute Gegenteil dessen, was ich mache. Und wenn ich irgendwie was Lustiges schreiben soll oder ein Buch schreiben soll oder so und in meinen Themen bin, da brauche ich sowas ganz Ruhiges, Jazz, irgendwas, wo keiner singt. Und das bringt mich dann in das, was am Ende sehr extrovertiert wird. Dafür brauche ich ganz viel Rückzug und ganz viel Introvertiertheit. Und das liefert unter anderem auch deine Musik an der Stelle. Das freut mich aber sehr. Sag mal, ich bin quasi der Weltmeister der Disziplin, Musik zu liefern zu Dingen, die man sozusagen nebenher macht oder Musik zu liefern, die man anlässlich von irgendwas hört. Okay. Das ist aber auch ein Kompliment. Ich glaube, ich habe tatsächlich immer wahnsinnig wichtig gefunden, dass man Musik tatsächlich auch aus dem Nebenzimmer genießen kann. Ich mache das bei meinen Alben auch so, wenn ich die produziere. Ich gehe tatsächlich irgendwie raus, mache was ganz anderes und teste bei der Gelegenheit wirklich, ob Musik funktioniert. Und Musik ist ja doof, weil man denkt ja, die dürfte auch singulär funktionieren. Sollte sie auch können natürlich. Aber sie muss auch tatsächlich, finde ich, eine ganz bestimmte
Stimmung und Funktion erfüllen können. Und dann ist sie für mich meistens so mit dem Haken versehen. Wenn du sagst, du gehst raus, wie testest du das? Ich muss letztlich meine eigene Musik mit Abstand hören, weil ich meine, wenn man sie produziert im Studio, hat man sie ja einige 10.000 Mal gehört und man ist wirklich schlicht und einfach befangen. Also man kann sie nicht so beurteilen, dass man das Gefühl hat, genau so wolltest du es machen und jetzt hat's auch jeder irgendwie verstanden und genauso ist es aufgegangen. Ich brauche manchmal sogar Jahre, um Musik irgendwie so hören zu können, wie sie vielleicht irgendeiner, der meine Musik nicht sozusagen mitproduziert hat oder involviert ist, vielleicht auf den ersten Hör erlebt. Und das ist aber, glaube ich, ganz normal. Man braucht Abstand zu dem, was man macht. Der Instinkt leitet einen und man denkt, ja, man kennt sich ganz gut. Und irgendwann, nach 10 oder 7, 8 Jahren so ungefähr, habe ich mal festgestellt, höre ich plötzlich irgendwas in einem Lokal und denke, oh, das ist eigentlich ganz gut, was da läuft. Und dann stelle ich fest, ich bin es selber. So, das ist interessant. Das heißt, du hörst dann nach so langer Zeit, nach so vielen Jahren, hörst du deine eigene Musik wieder und denkst, ach, eigentlich ganz gut. Ja, im Restaurant ist es immer so, wenn irgendjemand singt und man hört nicht, wer es ist, dann bin es immer ich. Ich habe ja so ein Stimmchen sozusagen. Ne? Also wenn ich singe, ist alles okay. Ist nicht so wiedererkennbar, ist jetzt auch keine Tiefstapelei, sondern ich mache das als Ergänzung zur Trompete. Aber im Restaurant, wenn da die Geräuschkulisse da ist, dann hörst du halt immer nur, da ist eine Stimme, du weißt nie wer. Ja? Und das bin dann immer ich. Also ist auch eine Qualität. Ja. Hast du schon mal Musik von dir selbst im Restaurant gehört und sie gar nicht als deine eigene erkannt oder wahrgenommen? Ja, aber das... Also in der Regel kennt man es schon. Es gibt so Restaurants, die versuchen einem immer einen Gefallen zu tun, indem sie sofort wie deine Musik reinlegen, wenn sie dich sehen. Und so, ah, da kommt der Herr Bronner, da legen wir mal seine Musik rein. Ist der bestimmt gewöhnt? Nein, ist er nicht gewöhnt und mag er auch nicht. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das Letzte, was du willst, ist doch irgendwo hingehen und dann von dem auch noch belatschert werden, was du den ganzen Tag machst. Also das ist ja, es geht ja auch kein Rechtsanwalt in irgendeinem Restaurant und man legt ihm erstmal das BGB vor die Nase und dann wird das bitte sicher gerne lesen, wer der ist. Das nicht, aber wie bei Ärzten auch irgendwie, ne? Wie Herr Doktor, meine linke Hand, können Sie mal gerade schauen, so ungefähr, ne? Ja, genau. Ja, ja. Interessanterweise ist es bei mir immer umgekehrt, wenn ich so mit Sachen konfrontiert werde, die ich vor vielen Jahren gemacht habe. Zum Glück ist es ja in meinem Genre nicht so, dass man automatisch irgendwie was von mir abspielt, wenn ich irgendwo reinkomme. Das ist ja zum Glück eher was Musikern vorbehalten ist. Aber wenn ich dann irgendwo was mal höre, wo ich denke, boah, das hast du irgendwann mal gemacht. Ich finde meistens so Sachen, die so 5 Jahre und älter sind, finde ich ganz viel, muss ich selbstkritisch sagen, ganz schrecklich. Und denke, was hast du dir eigentlich damals dabei gedacht? Und ich kann das dann höchstens anerkennen als etwas, was ein früherer Teil von mir mal gemacht hat und was in einer Phase wie bei einem Kind quasi entschuldbar ist. Aber ich finde vieles gar nicht mehr gut. Schön. Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Wir sind halt doch einfach befangen und mit irgendeinem Abstand wie gesegnet zu unserer Arbeit. Das können wir gar nicht anders. Ja. Ja. Ich habe, um mal ein Kompliment rüberzuschieben, ich habe dich bei Hart aber Fair damals, glaube ich, gesehen. Und da hast du sowas von druckreif über die aktuelle Situation und diesen Skandal gesprochen, mit dem man ja in Zeitlupe sozusagen immer jeden Tag noch ein bisschen mehr beiwohnen muss gerade. Mein großes Kompliment. Ich glaube, damit hast du damals wirklich was ins Rollen gebracht, das in der Formulierung den meisten noch nicht so klar war. Ich hatte das Gefühl, es kam sowas von ehrlich aus dir raus, obwohl du sicherlich in der Lage wärst, auch was einzustudieren, keine Frage, sind wir alle. Aber in dem Zusammenhang war das von einer ganz besonderen Qualität, muss ich sagen. Und ich hab selber das Gefühl gehabt, ich muss an diese Stelle noch ein bisschen, sozusagen, ich muss da ein bisschen reingraben an der Stelle. Und das ist ja dann tatsächlich auch passiert. Ja, danke, das freut mich sehr. Also das ist tatsächlich eine Situation, die auch gar nicht planbar war. Man hat natürlich so die Themen besprochen und es war klar, dass es auch um die Situation der Kultur gehen wird und dass es auch um die Situation der Kunst gehen wird. Und ich wusste, dass ich dazu etwas sagen würde, aber der Rest ist wirklich in diesem Moment so entstanden, weil ich einfach in dieser Situation gemerkt habe, wie wenig Verständnis und
Gefühl und Wahrnehmung für das ist, was da gerade in dieser Branche läuft. Und es ist tatsächlich auch an diesem Punkt auch schon einer gewissen Frustration entsprungen, weil ich irgendwie seit März, seit diesem ersten Lockdown, seit ich die ersten Postings auch bei Facebook gemacht habe, immer wieder versucht habe, in die Richtung zu gehen und immer wieder auch dazu was zu sagen in verschiedenen Formaten. Und ich so sehr das Gefühl hatte, was zurückkommt, das kann täuschen, aber was zurückkommt, ist vor allem so ein, naja, jetzt geht es dem feinen Herrn Künstler um ihn selbst. Jetzt möchte er, kann er nicht auftreten und möchte sich quasi auf unsere Kosten bereichern. Und ich habe mich immer sehr bemüht, klarzumachen, dass es da nicht um meine Person geht, sondern um meine Branche. Und deswegen war das in dem Moment auch so emotional. Und ich habe mich umgekehrt dann sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass du dich gemeldet hast und dieses großartige Posting gemacht hast, von dem mein Eindruck war, ja, viel mehr als noch bei mir. Ich eigentlich das Gefühl hatte, das hat wirklich noch mal was ganz anderes geöffnet, weil du ja auch am Anfang so ehrlich gesagt hast, ich habe sowas auch gar nie gemacht. Das ist eigentlich auch gar nicht meine Art, aber jetzt ist es mir so wichtig. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieses ständige sich entschuldigen, dass es einen selber nicht betrifft, das finde ich mittlerweile nach so vielen Monaten, die das Ganze ins Land gegangen ist, auch ein bisschen unangebracht. Also natürlich haben wir immer Menschen um uns herum, die sicherlich von uns abhängen und für die wir uns auch einsetzen. Aber es betrifft uns in der Tat auch selber. Es wird einfach keine Firma weltweit mit einer Pandemie in dieser Form konfrontiert und gezwungen, ein Jahr lang gar nichts zu machen, ohne davon schwerste Schäden nach Hause zu tragen. Und ob man die nun kompensieren kann oder nicht, das steht auf einem völlig anderen Blatt. Und ich habe einfach gesehen, wie wirklich in Kombination mit wirklich vollmundigen und übrigens immer noch wiederkehrenden Ankündigungen seitens der Politik um mich herum Dinge passiert sind, die man nicht einfach unerwähnt lassen kann. Also wie im Prinzip auch jetzt wieder mit diesem Lockdown Light komplett vergessen wird, dass die alle seit März irgendwie da sitzen und dass es keine Administration gibt, die offenbar in Deutschland in der Lage ist, die Lebensrealität wirklich so zu umreißen und vor allen Dingen auch zu verstehen und zu bedienen unbürokratisch, dass jetzt tatsächlich Hilfe mal möglich ist. Also ich bekomme gerade aktuell Hintergrundgespräche auch in der Politik mit, wo ich mich frage, wissen Politiker eigentlich irgendwie, wer ihnen die Steuern zahlt in Deutschland? Wissen Politiker eigentlich, wie Menschen in Deutschland ihr Geld verdienen? Wissen Menschen eigentlich in Deutschland, wie der Staat sozusagen eigentlich organisiert ist finanziell? Und ich glaube, die Frage ist auf jeden Fall mit Nein zu beantworten in großen Teilen, weil einfach Behörden sich auf Kollegen und Strukturen, Steuergelder, ich verstehe das alles irgendwie berufen, irgendwie, aber wer seit März nicht arbeitet, irgendwie, und Roadie oder Veranstaltungstechniker ist oder sowas, der sieht keine Zukunftsperspektive mehr. Und das ist etwas, das wir, sagen wir mal, in der freien Veranstaltungsbranche gar nicht ignorieren können. Ich mache mir ernsthafte Sorgen, wie das irgendwie sich nicht einfach nur so erholt, sondern dass wirklich eine Menge Leute, übrigens inklusive des Nachwuchses, in Zukunft jetzt sagen werden, ehrlich gesagt, das ist mir alles zu heiß, was hier passiert. Ja, und wenn du dich erinnerst an das Statement des Deutschen Kulturrats, der vor ein paar Monaten geschrieben hat, es sei ein Risiko, sich in dieser Zeit in künstlerischen oder kreativen Berufen irgendwie austoben zu wollen oder sich berufen zu fühlen, da reinzugehen. Wo das ist, aber wenn der Deutsche Kulturrat irgendwas verstanden hat, dann muss er doch gerade jetzt Menschen, die das möchten, die genau diesen Weg gehen wollen, der immer ein Risiko war, schon immer, es gab noch nie Garantien, dass man es irgendwohin schafft oder nicht schafft. Und wir hängen von so vielen Faktoren ab, die um uns rum sind, die wir auch nicht beeinflussen können. Was ist Erfolg, was nicht? Was wird gesehen von dem, was wir machen? Was wird nicht gesehen? Was verschwindet, wovon wir uns vielleicht gewünscht hätten, es wird gesehen? All das ist nicht berechenbar. Wir sind in einem nicht skalierbaren Bereich. Und dann schreibt ein Kulturrat so einen Satz, man könnte jetzt quasi nur davon abraten, sich jetzt in eine kreative Karriere zu bewegen. Was würdest du sagen? Was ist die Ursache dafür, dass die Politik so agiert, wie sie agiert? Hast du den Eindruck, die verstehen wirklich nicht, was im weitesten Sinne Kultur oder künstlerisches Leben in dieser Zeit ausmacht? Oder hast du eine Erklärung für diese Blindheit?
Also erstmal muss man, glaube ich, vom Einfachsten ausgehen. Es gehen einfach wahrscheinlich doch nicht so viele Politiker in Konzerte oder Kulturveranstaltungen. Ich kenne sie, du kennst sie, wir kennen sie. Und es ist wahrscheinlich am Ende des Tages doch irgendwie nice to have. Aber ich glaube, die Diskrepanz zwischen Kultur, wie sie tatsächlich seit vielen, vielen Jahren und übrigens auch nennenswert in Deutschland finanziell gestützt wird, und der Kultur, die es eben tatsächlich auf der freien Szene seit vielen Jahren gibt, die auch sich um sich selber kümmert und die auch nie jetzt den Staat bitten würde, sich, sagen wir mal, in irgendeiner Form sozial so für ihn zu engagieren, dass da am Ende plötzlich eine Art Vollkaskoversicherung rauskommt. Das scheint den Menschen nicht ganz so klar zu sein in der Politik. Mir persönlich macht ein bisschen zu schaffen, dass wir das Gefühl gerade mit so einer Dreiklassengesellschaft in der Kultur zu tun haben, mit dem Unterschied, dass es die zweite Klasse schon nicht mehr gibt. Also das ist so ein bisschen George Orwell gerade, festangestellt gut und freiberuflich schlecht. Und du bist einfach selber schuld, wenn du gerade Freiberufler bist. Hättest du mal lieber was Anständiges gelernt. Übrigens auch eine Ansage und auch ein Kommentar, den ich irgendwie auf meinen Post hin immer wieder von vielen Leuten auch bekommen habe. Selber schuld. Hättest du doch mal lieber was Anständiges gelernt. Und das ist schon lustig, wenn man sich anguckt, wie viel Steuern man zahlt, wie viel meiner Kollegen zahlen. Und ich meine, letztlich, wir haben ja alle nicht wirklich gefragt, was für ein Programm es da gäbe, das uns vielleicht, ich weiß auch nicht, in Zukunft vielleicht einem lustigen Lebensabend entgegenguckt. Ich bereue nichts von dem, was ich getan habe. Aber ich glaube trotzdem, in der Politik ist nicht so klar, über was wir da eigentlich gerade sprechen. Und letzter Punkt, was ist eigentlich Kultur? Ja, also ich meine, wir erleben jeden Tag, dass Politiker an uns appellieren, doch im Rahmen des Miteinanders und des Kulturellen gut miteinander umzugehen, die Ruhe zu bewahren und all das. Und letztlich sprechen wir genau über diese Art von Kultur. Die Kultur des Umgangs, von welcher Seite kommt eigentlich momentan Trost? Also von welcher Regierungsseite, von welcher Institution, von welcher Kirche? Ich höre kein Wort, dass die Menschen in irgendeiner Form mit dem versorgt, was Kultur normalerweise eben auch vermag. Und das ist Trostspenden. Kultur ist die Frischmilch und Kultur ist die Frischware im Supermarkt. Und wenn wir die jetzt einfach streichen, werden wir auf absehbare Zeit an kulturellem Skorbut eingehen. Und das ist keine überzogene Vorstellung oder so. Ja, das teile ich absolut. Und ich denke, es ist, was die Politik angeht, Ich glaube, es ist ein ganz grundsätzliches Problem, die Realität im 21. Jahrhundert anzuerkennen. Und die Realität ist eben nicht das, was offensichtlich Politiker dafür halten. Nämlich Kultur ist, glaube ich, das hat man ja auch am Agieren von Frau Grütters gesehen. Es gab ja dann Ausfallhonorare für Künstlerinnen, die beschäftigt waren an Häusern, die quasi die vom Bund betrieben wurden. Und das zeigt ja, das ist wenn es auch nur eine Entscheidung ist, es ist eine Entscheidung, die sehr viel aussagt. Sie zeigt ein Grundverständnis. Sie zeigt das Grundverständnis des Festangestellten Künstlers, wie er vielleicht in einem Orchester ist, wie er vielleicht auch manchmal an einer Bühne engagiert ist, aber die wirkliche Lebensrealität zwischen Künstlern, die fest angestellt sind und denen, die privatwirtschaftlich organisiert sind, die von Tag zu Tag diese Entscheidung treffen, diesen Beruf machen zu wollen und ihn auch mit dem damit einhergehenden Risiko machen, aber auch vor allem mit dem Bewusstsein der Freiheit, die damit einhergeht. Das wird nicht gesehen. Ich glaube, ich habe mittlerweile ernsthaft das Gefühl, die Politik lebt da im Jahr 1994 oder 84, wo man so dachte, naja, die sind ja alle festangestellt, was beschweren die sich eigentlich? Und die paar, die sich da entschieden haben, irgendwie frei rumzulurchen, ja gut, ja, die müssen sich jetzt auch um sich selber kümmern, die wollten das ja so. Das ist aber Tausende Unternehmen gibt, Solo-selbstständige Künstler, die sich entschieden haben für einen freien Weg, um das, was sie machen, selbstständig zu tun und eigenständig zu tun. Das scheint mir im Bewusstsein, wirklich im Bewusstsein, nicht angekommen zu sein. Ja, ich kann dem nur zustimmen, aber ich denke, man kommt trotzdem um eine Form von Sachlichkeit nicht herum. Und ich glaube, es gibt natürlich eine ganze Menge Künstler, die vielleicht tatsächlich auch vor der Pandemie, das halte ich für sehr gut möglich, bereits in einigen sozialen Strukturen
und Netzwerken, ich meine jetzt nicht soziale Netzwerke, sondern vielleicht tatsächlich auch mit staatlicher Hilfe bereits unterwegs waren. Und wenn man wirklich erheben möchte, wie es dieser großen Szene geht und vielleicht dabei auch eine Form von Gerechtigkeit und Klarheit gewährleisten möchte, können und müssen die Künstlersozialkasse und das Finanzamt helfen. Schlicht und einfach. Das ist ich würde jetzt nicht sagen ein Mausklick, aber so ungefähr musste man und darf man sich das vorstellen, um rauszufinden, wie ging es jemandem vor der Pandemie, der vielleicht tatsächlich innerhalb dieser Programme schon Teilnehmer war und wie geht es jemandem, der nie etwas in der Richtung in Anspruch genommen hat und soll es den eigentlich nach der Pandemie noch geben? Noch dazu, wenn man sich mal anschaut, was der, sagen wir mal, sicherlich auch ein Risiko auf sich genommen hat und dem Staat eigentlich nie zur Tasche und zur Last gefallen ist. Und ich denke, diese Hilfsorgane, die werden einfach zu wenig besprochen. Ich komme nochmal auf den März zurück. Also meine Kollegen sitzen da und das Solo-Selbstständigentum ist immer noch nicht erkannt. Das Geld wird nicht ausgezahlt. Es ist ja abgestellt und zwar in großer, großer Höhe. Nur wird es halt einfach nicht abgerufen und es ist einfach skandalös. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sowas irgendwie nächstes Jahr mal eben entspannt so weitergehen soll, nur weil wir dann den Impfstoff wieder haben. Ich denke, das ist eine Milchmädchenrechnung. Ja, das denke ich auch. Und es wird auch so schnell gar nicht wiederherstellbar sein, denn wir sehen ja jetzt, wenn über Impfstoffe und Ähnliches diskutiert wird, wovon wir zwar jetzt wissen, dass wir einen großen Schritt weiter sind und dass irgendwo da am Horizont sowas wie ein Licht sein könnte, ist all das ja auch noch nicht final geklärt. Es ist noch gar nicht klar, hat der Wirkstoff wirklich nicht so viele Nebenwirkungen? Wann können wir überhaupt eine ganze Bevölkerung, ganz Europa, eine ganze Welt irgendwie durchimpfen? Also das ist ja noch ein sehr langer Weg. Ja. Und mein Eindruck ist oft, und ich bin gespannt, ob du das teilst, hat es nicht ein bisschen auch, wenn wir jetzt mal bei uns bleiben, in Deutschland bleiben, ein bisschen auch mit dem Selbstverständnis zu tun, wie Kunst hier behandelt wird? Nämlich, du hast es in deinem Video, glaube ich, auch sogar als Begriff genannt. Und das hat mich sehr berührt, wie du das gesagt hast. Es geht hier nicht um Selbstverwirklichung bei dem, was du gesagt hast. Und ich finde, dieser Begriff weist auf ein grundlegendes Problem hin, nämlich, dass wir Künstler verwechseln mit Menschen, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben und sich vor allem selbst verwirklichen wollen und abends gerne auch mal auftreten. Und dahinter steckt die fatale Frage, die man ja immer wieder kriegt, was machen sie eigentlich tagsüber? Ne? Also dieses Bewusstsein, naja, das ist ein Hobby. Also naja, gut, jetzt hat man eine Zeit lang kein Hobby. Andere können auch nicht in Fußball fahren. Und das ist ich habe oft den Eindruck, das ist so ein Grundmissverständnis auch in Deutschland, dass man Kunst für etwas hält, was eben dann da ist, wenn es schön ist und die Künstler, ja Gott, die haben doch sicher auch was anderes außer ihrem Hobby. Und das ist aber ein ganz fatales Verständnis von dieser Arbeit, letztlich von diesem Handwerk und von dem, was es ausmacht. Ja, ich schließe mich dem an, aber ich glaube, es wird schon wichtig sein, sich in der freien Szene nicht immer die Frage auch selber stellen zu müssen, ob das, was man gerade macht, jetzt für den Moment lang Kunst ist oder nicht. Ich habe mich in der Tat für ein Konzept entschieden, bei dem ich mich selber mit meinem Namen und dem, was ich mache, auf die Bühne stelle. Und ich übernehme dafür auch die Verantwortung. Übrigens für jedes einzelne Projekt. Ob es läuft, ob es ein Flop wird, ob es erfolgreich wird, ob nicht, ob ich mal Lust habe, ganz viel dafür zu machen oder wenig. All das kann ich ja niemandem wirklich anlasten. Und deswegen bin ich, sagen wir mal, Teil einer Veranstaltungsbranche in diesem Zusammenhang, weil ich einfach ohne die Dienstleister um mich herum auch nicht irgendwie auf die Bühne gehen kann. Und ich bleibe also bei diesem ganz einfachen Berufszweig, ob der jetzt gut gefunden wird oder nicht, ich übernehme die Verantwortung dafür, weil ja Leute in mein Konzert kommen und ich muss einfach sehen, dass da ein Programm, was attraktiv zur richtigen Jahreszeit auf die Bühne kommt, gewählt wird, damit die Bude voll ist. Sonst bin ich beim nächsten Mal einfach raus. Und in dem Augenblick bin ich Unternehmer. Natürlich bin ich auch Künstler, aber ich könnte das auch mit, ich weiß nicht was, mit Kegeln oder mit Ballspielen auf der Bühne machen, wenn ich das Gefühl hätte, da eine anständige Erhebung oder so vorher vorgenommen zu haben, die Marktforschung bestätigt oder so. Aber ich bin nun mal Künstler und ich wollte nie anders leben, als ich es getan habe. Aber so wie es gerade läuft, denke ich, muss man einfach mal sagen, natürlich zahlen auch freie Künstler
in die Kassen mit ein. Letztlich müssen wir über die Frage sprechen, gibt es eigentlich bei dem, was sozusagen umgesetzt wird und auch an Steuern gezahlt wird, gibt es dort nicht in der Tat auch eine Kurzarbeiterform, eine Kurzarbeitergeldform für Künstler, die, ja, die eigentlich vorhaben, auch die nächsten 20 Jahre noch so zu arbeiten. Nicht nur einfach. Ja, das ist genau der Punkt. Also welche Form von nicht nur punktueller Unterstützung wie jetzt, wo man sich jetzt durchgerungen hat, die 75% des vergangenen Novembers offenbar zu bezahlen oder oder auch das Durchschnittseinkommen des vergangenen Jahres anzusetzen, was ja immerhin mal ein erster Schritt ist, wobei ich auch da in der Formulierung einmal Hilfe schon wieder, halte mich für übersensibel, aber schon wieder rausgelesen habe. Es klingt schon so, hey, machen Sie es mal. Halt bitte mal den Mund, haltet, machen wir es jetzt mal, aber es ist für den einen Monat, bitte. Dann haltet ihr auch wieder die Klappe und dann geht ihr wieder zurück in euer Stübchen und wartet mal, irgendwann geht es ja dann auch wieder weiter. Und ja, es ist auch hier eine Frage ein bisschen der Organisation. Und ich bin auch aufgetreten bei dieser Alarmstufe Rot-Demonstration in Berlin, wo auch Campino war und tatsächlich auch die Politik, mindestens in der Opposition, mit großer Mannschaftsstärke vorhanden war. Und habe auch da so als ich das beobachtet habe, da waren wirklich Kolleginnen und Kollegen aus ganz, ganz unterschiedlichen Genres. Und als ich diese beobachtet habe hinter der Bühne, also wirklich viele tolle Leute, die ich sehr, sehr schätze und respektiere, von Campino über Rod von den Ärzten und Armin von den Beatsteaks und Dieter Hallervorden und ich und Roland Kaiser, also ganz unterschiedlich und irgendwie war es auch so nett miteinander, aber trotzdem stand dann jeder irgendwie auch so gefühlt in seiner Ecke. Und das war auch, meine ich jetzt gar nicht wertend, sondern ich habe einfach dachte mir so, als ich da dabei stand, an diesem Bild, wie wir da auch so miteinander oder eben nicht miteinander stehen, wie jeder auch so seins macht, mit denen er eben irgendwie sich zusammengehörig fühlt, dachte ich, das ist vielleicht auch als Bild der Grund, warum so wenig passiert, weil es einfach schon innerhalb oft der Genres und auch darüber hinaus keine Community gibt, keine wirkliche Einheit, keine wirkliche Front, die sagt, so, hier stehen wir jetzt zusammen, hier tun sich mal alle großen Namen zusammen. Das gibt es nicht. Man ist dann noch Einzelkämpfer. Ja, man muss vielleicht auch mal ehrlich sagen, der Individualist ist einfach der ist einfach das absolute Nonplusultra in der Kunst. Also Künstler neigen nicht zum Kollektiv. Und erfolgreich ist schon mal gar nicht, hat man den Eindruck. Ne? Letztlich ist es eine These, warum vielleicht so lange auch nicht so viel Lärm war wie bei den Künstlern, weil wahrscheinlich können sich einige eine Pause, auch eine längere Pause leisten. Und danach geht es ohne großen Makel und ohne das, was eigentlich uncool ist, weiter. Ne? Sicherlich kommen jetzt auch mal einige von der Crew und sagen, pass mal auf, du kannst uns doch auch mal helfen und so. Das ist doch ganz klar. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe auch gehört, auch Herbert hat ja was eigentlich ganz Spannendes gesagt. Er hat gesagt, Künstler sollten jetzt eigentlich von den Wohlhabendsten sozusagen, also die Kunst, nicht Künstler, aber die Kunst sollte von den Wohlhabendsten vielleicht jetzt mitfinanziert werden. Das finde ich insofern ein spannendes Thema und eine spannende Herangehensweise, als das in Amerika ja absolut gang und gäbe ist und vielleicht irgendwie auch der Staat ein Interesse daran haben sollte, dass vieles von der Kunst von den Wohlhabendsten irgendwie auch mitfinanziert wird, wenn sie denn davon in irgendeiner Form auch einen kleinen Vorteil haben oder so. Und ich glaube, da könnte die Reise in der Tat hingehen. Insofern muss ich sagen, Daumen hoch, Herbert. Aber ich glaube, ein Punkt ist mir auch noch wichtig. Ich habe ja immer im Post irgendwie diesen Lokführer-Gewerkschafts-Boss Klaus Weselski angesprochen. Und in der Tat habe ich, glaube ich, gestern erst im Radio wieder gehört, dass er wieder erfolgreich streikt mit seinen Leuten gerade und dass das die Bahn also richtig doof findet und dass es also im ungünstigsten Augenblick natürlich irgendwie wieder komplett auf die 12 geschlagen hat, weil man eben in der Lage ist, ein Land lahmzulegen. Und die Frage, die doch wirklich im Raum steht, ist doch, wie kann man eigentlich das Bewusstsein überall in der Öffentlichkeit und auch irgendwie bei den Partnern, dazu gehören Plattenfirmen, dazu gehört die Industrie und dazu gehört die Politik und die Verwerter, wieder schärfen dafür, dass geistiges Gut wieder in dieser Form auch geschützt werden muss und dass wir
natürlich Musik nicht wie aus dem Wasserhahn bekommen, denn noch nicht mal Wasser kommt aus dem Wasserhahn mehr, so wie früher. Und ich denke, an der Stelle ist die Frage, wie kann man sich gewerkschaftlich eigentlich in Zukunft und wenn ja, auf welche Art und Weise organisieren, eine, die im Raum steht. Und mir tut dabei nur wahnsinnig weh, dass leider die Pandemie, die wirklich keiner gebraucht hat, offenbar erforderlich war, um diese Frage jetzt mal in den Raum zu stellen. Sie kommt viel zu spät und sie wird vor allen Dingen jetzt kurzfristig nicht so befriedigend beantwortet werden können, dass man das Gefühl hat, der Truppe, so möchte ich es jetzt einfach mal nennen, in Zukunft doch auch etwas anbieten zu können, wofür es sich lohnt, wie auch Beiträge zu bezahlen. Mhm. Würdest du denn sagen, eine Gewerkschaft wäre die Lösung? Ich kann sagen, dass ich eine Menge Gewerkschaften inklusive einer Festanstellung, die ich mal 8 Jahre auch irgendwie hinter mich gebracht habe. Also ich habe einige von ihnen kennengelernt und ich war da auch Mitglied. Mir war nicht so klar, wessen Interesse die eigentlich am Ende vertreten, so ganz, muss ich sagen. Und vielleicht ist das aber auch genau der Punkt, um den es jetzt geht. Also wie kann man eine glaubwürdige Interessensgemeinschaft mit Mitgliedsbeiträgen so finanzieren, dass man auch sagt, wie die Lebenswirklichkeit, über die wir ja gerade wirklich jeden Tag sprechen, ist die und die und die. Welche Bereiche gibt es eigentlich und wie können wir eigentlich zusammen mit welcher juristischen Hilfe gerade zusammen was erreichen, damit wir sowohl wie Auftrittsmöglichkeiten als auch, sagen wir mal, in so Zeiten wie jetzt wahrscheinlich irgendwie auch sagen wir mal, das, was uns vielleicht doch nicht durchs Rost fallen lässt, gewährleisten. Und dafür müssen wir, glaube ich, irgendwie den Schritt gehen, dass wir Leute, die Lust haben, sich für so eine manchmal vielleicht auch langweilige Arbeit zu engagieren, dass wir die bezahlen. Ganz, ganz einfach. Ja, vielleicht ist es tatsächlich eine Lösung. Ich ich schätze gewerkschaftliche Arbeit sehr. Ich war selber, als ich ich war nicht fest angestellt, aber ich habe viele Jahre beim Radio gearbeitet, damals beim SWR und da war ich fester Freier und das ist im Grunde so eine Art, fast wie eine Art Festanstellung, nur dass du eben formal keinen festangestellten Vertrag hast. Aber deswegen bin ich damals auch zu bei Verdi beigetreten. Ich bin ja sogar bis heute Mitglied und zahle da brav meinen Mitgliedsbeitrag. Einfach ehrlich gesagt auch nur aus purer Solidarität, auch wenn die jetzt für meine Belange eigentlich gar nichts mehr tun können. Aber ich mache das gerne und das ist tue das einfach, weil ich finde, dass sie stark sein müssen. Habe aber dann auch häufig manchmal den Eindruck gehabt, um ganz ehrlich zu sein, so sehr ich diese Idee schätze und unterstütze, dass da natürlich oft dann auch Leute am Werk sind, die bei allem Respekt vor der Arbeit auch manchmal ein bisschen aus der Zeit gefallen sind und da auch ihre Gewerkschaftsgrabenkämpfe führen, wo man sich dann auch manchmal denkt, ey Leute, ja, es ist dann auch sehr, es ist dann auch sehr so im 20. Jahrhundert strukturell verhaftet und dadurch auch manchmal wenig beweglich und vor allem nicht beweglich für das Zeitalter, in dem wir jetzt sind. Ja, und insofern gilt es sicherlich irgendwie einfach mal die neuen Gegebenheiten aktuell, Urheberrecht, Downloads, die es ja auch schon nicht mehr gibt, Spotify, ich meine, man unterhält sich irgendwie über Leute, also mit Leuten in der Kulturbranche über die neue Platte und wie schlimm die Misere ist und dann fragt mich irgendeiner und deine neue Platte ist raus. Und sag mal, ist die auf Spotify? Und ich sage, falsche Frage, Kollege. Ja, also es ist mittlerweile Common Sense, dass es die Musik überall einfach frei Haus gibt und wir müssen das wieder angehen, da bin ich ganz sicher, aber es wird noch ein langer Weg werden. Zurzeit müssen wir, glaube ich, ganz kleine Schritte gehen. Und diese kleinen Schritte sind noch kleiner, als man denkt. Wenn ich mir den Kulturneustartsplan angucke und sehe, dass jede zweite Frage Digitalisierung ist, frage ich mich, wer wird eigentlich irgendwie am Neustart Kultur jetzt in irgendeiner Form Anteil haben? Softwarehersteller und Gerätehersteller? Wahrscheinlich ja. Und werden wir dann überhaupt noch irgendetwas wie Live-Erlebnisse, wie im klassischen Sinne, was ja nicht kopierbar ist, werden wir das noch haben? Oder bereiten wir uns jetzt einfach irgendwie auf den nächsten Virus irgendwie insgesamt vor? Irgendwie, und dann gehe ich jetzt sozusagen aus meinem kleinen, wie auch immer gerade, in Studio gar nicht mehr raus. Irgendwie, und wir machen einfach irgendwie Hightech-Streaming und Leute zahlen 50 Euro oder was irgendwie für ein Konzert, was ich von zu Hause spiele. I don't think so. Ja, aber da...
Interessanterweise bin ich bei dem Live-Thema, sobald natürlich die Bedingungen wieder so sind, dass man auftreten kann, ehrlich gesagt am entspanntesten, weil ich das Gefühl habe, dass das etwas ist, was so sehr in vielen Menschen als Wunsch lebt. Das unmittelbare Erlebnis, ich sehe den Künstler, den ich schätze, von dem ich Fan bin, was auch immer, ich sehe den live und physisch vor mir. Und egal, wie weit ich weg bin, ich erlebe dieses Gefühl, mit anderen in diesem Raum zu sein und die Energie, die durch die Leute durchgeht. Ich glaube, dass das ehrlich gesagt nicht gefährdet ist. Das ist sozusagen das Analogste, was vielleicht im Sinne von diesem Queen-Song Radio Gaga, wo er, glaube ich, singt, One day we'll have enough of all this visual, irgendwie bleibt, weil man weiß, das ist das unmittelbar körperliche Erlebnis auf ganz vielen Ebenen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das trotz aller Pläne, die ich genauso einseitig und auch oft deplatziert finde, wie du es gerade beschreibst, dass das was ist, was bleiben wird. Da bin ich ehrlich gesagt ziemlich zuversichtlich. Kein digitales Konzert, so gut es gemeint ist und so schön es vorübergehend ist, kein Livestream, so schön ich das hier alles finde und so sehr ich dieses Format liebe. Aber natürlich ist es nur ein Ersatzprodukt und es ist für jetzt, für diese Zeit gut und wichtig und es gibt vielen Menschen etwas, aber es kann nie das physische Erlebnis ersetzen. Ja, ich muss dem beipflichten. Das haben wir sicherlich irgendwie auf der Erfahrungsseite natürlich, aber das geht den Menschen eben auch so. Und ich habe diesen Sommer 3 Konzerte gespielt, man höre und staune. 2 davon fanden Open Air statt. Ich habe ohne Übertreibung noch nie so viele Pärchen, die sich weinend in den Armen lagen, im Konzert gesehen. Und ich war selber angefasst von der Situation. Das dritte Konzert war ein Konzert, das insofern schon erwähnenswert ist, weil wirklich akribische Hygienemaßnahmen, also wirklich so, wie ich das noch nie erlebt habe, mit zum Mitschreiben, also man konnte von der Erde essen, die Familie mussten sich vorher anmelden, wurden in Grüppchen zusammengesetzt, vorbildlich. Der Einzige, der plötzlich mit der Maske auf die Bühne kam, war der Künstler selber, nämlich ich, und es war in Essen in der Philharmonie, und ja, das Ergebnis ist der Lockdown Light. Ja. Ich denke, es wird das Live-Erlebnis wiederkommen. Es wird auch irgendwie letztlich keine Alternative zu Menschen, die in einem Raum sind und Musik und Kunst miteinander erleben, geben. Deswegen ist dieser Impfstoff halt wichtig oder was immer wir an Testungen erleben in Zukunft. Ich sehe da wirklich keine Alternative zu. Ja, und man muss wirklich, ich habe noch mal auch an der Stelle vielleicht einmal kurz die Veranstalter auch erwähnen. Ich habe selbst im Herbst ein neues Programm gemacht und das war lange geplant und ich habe lange darüber nachgedacht, machst du es nicht, und ich habe mich entschieden, es zu machen und unter den widrigen Bedingungen und habe gesagt, ich folge sozusagen der Entscheidung der Veranstalter, also wer es machen möchte und sich in der Lage sieht, all die Vorschriften einzuhalten, die nötig sind, da fahre ich hin und da trete ich auf, egal wie viele Leute da sind. Und es waren im Schnitt 20-40% der Leute da, die rein normalerweise hätten reingehen können, kommen können. Es war von Ort zu Ort verschieden. Es hing zum Teil von den Kommunen ab, zum Teil von den aktuellen Entscheidungen der Landesregierung, dann wieder von den Belüftungen der Veranstalter. Also ich habe, glaube ich, so viele Geschichten wie Veranstalter gehört über die Gründe, warum hier so viele Leute sind, wie hier heute sind. Und ich kann es nicht oft genug sagen, wie unfassbar sich diese Leute bemüht haben, was die gemacht haben, was die an Geld in die Hand genommen haben, was die investiert haben, zum Teil für neue Belüftungsanlagen oder einfach nur, um den Leuten den Weg zu ihrem Platz zu zeigen und persönlich sie hinzubegleiten, dass nichts passiert. Es war unwahrscheinlich. Ja. Unwahrscheinlich. Und es kostet ein Geld, das in nächster Zeit nie zu erwirtschaften sein wird. Und trotzdem hat man gemerkt, da sind Menschen, die wollen einfach nur, dass ihr Publikum oder der Teil des Publikums, der kommt, und die Künstler, die kommen, irgendwie einen tollen Abend haben. Es war eine unbeschreibliche Arbeit. Ich pflege aus meiner Studienzeit noch Kontakte ins Ruhrgebiet. Und ich habe damals mein studentisches Geld mir mit Aushilfespielen bei Starlight Express in Bochum verdient. Ach, wirklich? Werde ich nie vergessen. Und bis heute sind einige von der Cast sozusagen auch in der Band immer noch dort. Und erst gestern habe ich von Burkhard Koch aus Bochum einen Film bekommen, wie marode und tot dieses gesamte Musical-Theater da gerade ist, obwohl man wirklich über alles,
alles wirklich neu sprechen muss, Wartungen durchgeführt werden müssen. Die müssen jetzt erstmal 10 Millionen Euro einspielen, wissen noch nicht, wie das laufen wird, müssen proben und müssen das Ganze, ich meine, die fahren hier mit dem Affenspeed irgendwie durchs Publikum irgendwie durch mit ihren Zügen. Und es ist wirklich Tuchfühlung auf engstem Raume. Man kann sich noch gar nicht vorstellen, wie das in nächster Zeit laufen wird. Aber vielleicht noch ein anderer Punkt. Ich bin wahnsinnig oft angesprochen worden, auch von Journalisten. Lieber Herr Bonner, wie haben Sie denn jetzt die Zeit genutzt? Das muss doch auch für Sie mal ganz spannend gewesen sein, mal in sich zu gehen und diesen Lockdown im Prinzip auch mal irgendwie auf die Inhalte abzuprüfen. Das hatten Sie ja auch noch nie so oft, ne? Dass Sie also sozusagen einfach mal dem Reisen enthoben waren. Und da kamen doch bestimmt irgendwie wahnsinnig viele coole Ideen. Und die Antwort ist, es kamen überhaupt nicht viele wahnsinnig coole Ideen. Natürlich kamen ein paar Gedanken oder sowas irgendwie. Aber was ich in der Hauptsache wahrgenommen habe, ist, dass weltweit, und ich bin natürlich auch gut connected, im Wesentlichen über allen Künstlern, die ich kenne und vor allen Dingen Musikkünstlern, eine wirklich schwarze Wolke hängt und gehangen ist, die vor allen Dingen das Kreativsein nicht mehr ermöglicht. Denn wir sind gewöhnt, dass wir mit Menschen zusammenkommen, dass wir Menschen ins Antlitz blicken. Alle Projekte, die sich künstlerisch mit der Maske auseinandersetzen, mir sind unzählige angeboten oder zum Besuch angeboten worden. Ich konnte mir kein einziges von denen angucken und werde mir auch keins von denen angucken, weil ich die Pandemie und die Maske so unkünstlerisch finde wie nur irgendetwas. Also künstlerisch. Oh, jetzt ist der Ton weg. So, jetzt höre ich nichts mehr. Hörst du mich noch? Der Ton ist weg. Er spricht weiter, aber der Ton ist weg. Jetzt war dein Ton weg. Den Rest habe ich nicht mehr verstanden. Oh, ist er jetzt? Ist er wieder da. Wunderbar. Du müsstest mal den letzten Satz, letzten ein, zwei Sätze sagen, die waren weg. Ja. Künstlerisch hat sich bei mir einfach aus der Pandemie überhaupt nichts entwickelt. Und das kann ich, glaube ich, für viele, viele andere Künstler auch sagen, dass irgendwie bleibend wäre oder sowas. Es ist einfach keine Erkenntnis und keine Errungenschaft, dass Menschen sich nicht begegnen dürfen, eine Maske aufhaben, nicht sehen können, ob sie lachen oder weinen. Und daraus soll jetzt noch irgendwas Künstlerisches erwecken. Am besten jetzt irgendwie 800 Prominente irgendwie mit der Maske fotografieren oder malen. Wie langweilig. Wie wahnsinnig langweilig. Das ist total interessant, dass du das sagst, weil ich bin oft mit derselben Frage konfrontiert worden und ich habe immer gesagt, nein, also das löst in mir nichts aus. Und wahrscheinlich jede Form von Kunst braucht irgendeine Form der Auseinandersetzung. Du musst etwas erleben, dabei sein, drin sein, etwas sehen, wahrnehmen, und man muss noch nicht mal diesen völlig deplatzierten und überstrapazierten Begriff der Inspiration nehmen, den ich gar nicht besonders mag, sondern es geht ja einfach nur darum, in einem Raum zu sein, in dem Lebendigkeit ist. Und Richtig. Es ist eben keine Zeit der Lebendigkeit, und das ist niemandem vorzuwerfen, aber es sind leblose Zeiten, und das ist einfach die Zeit der Pandemie. Und ich wüsste auch gar nicht, deswegen habe ich irgendwann hier angefangen zu senden, weil ich einfach auch im ersten Shutdown hier saß und dachte, okay, du kannst jetzt entweder vor dich hin eiern und semi-traurig oder depressiv hier rumhängen, oder du machst irgendwas und du begebst dich in das Mindestmaß an Austausch, das in dieser Zeit möglich ist. Aber ich sitze doch jetzt nicht da und sage, naja, jetzt habe ich mal Zeit und mal Ruhe, jetzt schreibe ich mal was ganz Tolles auf, weil ich sehe ja gar nichts, es ist ja gar nichts da. Ich erlebe ja nichts, was in irgendeiner Form interessant sein könnte, um so zu sein, dass es die Menschen interessiert oder dass da ein Gedanke ist, der nicht vorher auch schon da gewesen wäre. Es ist einfach uninspiriert, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, es hat einfach nichts, was mich interessiert. Es interessiert mich einfach nicht. So einfach, ja, kann es manchmal sein. Und ich glaube, das sollte auch so bleiben. Letztlich ist natürlich im Bereich der Spekulation, ob wir noch Schlimmeres erleben werden. Ich denke mal, wenn sowas mal einmal passiert, dann kann es vielleicht auch noch ein weiteres Mal passieren. Wer weiß, vielleicht ist es ja am Ende doch alles gesteuert. Aber von Verschwörungstheorien halte ich mich jetzt mal weitestgehend fern, wie gerade. Ich bin ja froh, dass es jetzt überhaupt wieder einen ersten Lichtblick zu geben scheint. Aber wie Weihnachten wird und für Künstler noch dazu, das möchte ich mir noch gar nicht so vorstellen. Entschuldigung, dass ich hier gerade mit meinem Kabel romantiere. Ich möchte nur nicht verloren gehen. Ja, wunderbar. Gar kein Problem. Ich dachte, du hast dich schon so in Position gebracht, dass ich dachte, du spielst jetzt gleich. Nee. Das wäre es jetzt noch, genau. Ne? Genau. Konzerte live im Internet.
ist das eigentlich dein Studio, wo du gerade sitzt? Ja, ich habe hier mein Übelstudio sozusagen. Oh Gott, mit meinem Licht hier. Aber macht nichts, die Leute können ruhig zugucken. Ja. Also das heißt, das ist jetzt im Grunde, das ist das Studio, in dem du, das ist dein Übelstudio. Das heißt, du hast kein Studio zu Hause, in dem du aufnimmst, sondern ist das ein Proberaum? Ich kann hier nachts so laut spielen, wie ich will. Das ist für Trompete ganz, ganz wichtig. Jedes Mal, wenn ich in eine Wohnung reingezogen bin und irgendwer erkannte mich, musste ich immer als erstes sagen, keine Sorge, ich habe einen Überraum. Ja, als Trompeter wird es schwierig. Ja. Und wie, ist das jetzt bei dir im Keller oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee, ist nicht im Keller. Ich wohne ja in Berlin und bin ja eingefleischter Charlottenburger. Und es ist ein Souterrain. Und das ist irgendwie eingebaut worden mal von jemandem, der hier auch mal Musik gemacht hat. Und ich habe das gesehen und musste gar nichts umbauen. Ja. Ach, das ist ja großartig. Ach, das heißt, du konntest einfach das übernehmen, sich reinsetzen und anfangen. Genau. Ach, das ist ja super. Und wenn du sagst Überraum, ist das dann für dich wirklich, meinst du das so? Übst du da oder ist das ein Raum, in dem du neue Stücke ausprobierst, improvisierst oder wie stelle ich mir das vor? Ich mache hier eigentlich fast alles. Ich mache hier meine Radiosendung bei Klassikradio. Ich schreibe meine Sachen, ich übe, ich kann hier aufnehmen, ich habe hier mit meinem Mikrofon zu tun. Ich liebe alte Mikrofone und Röhrenvorverstärker und dergleichen. Ich bearbeite meine Fotos. Also langweilig, sagen wir mal, wird mir nie eigentlich, muss ich sagen. Und ich brauche halt letztlich einen Ort, an dem ich mich wirklich irgendwie, egal was draußen für Wind und Wetter herrscht, irgendwie abschotten kann. Das ist letztlich dann doch wichtig. Ich habe ja auch meine letzte Platte noch fertig gemixt und bearbeitet. Das passiert dann schon in Berlin, obwohl wir die in Südfrankreich aufgenommen haben. Aber dann kam die Pandemie halt und plötzlich mussten wir überlegen, lassen wir das Album, das On Vacation heißt, einfach wie noch so stehen vom Titel. Oder nennen wir es jetzt irgendwie Sounds of the Pandemic. Haben wir natürlich nicht gemacht. Ja, und es war auch richtig so. wenn du sagst, ihr habt das Album in Südfrankreich aufgenommen, hat das dann was zu tun mit der Gegend dort? Weil du die liebst, war das Studio da besonders gut? Oder geht es dann für dich in so einer Aufnahmephase auch darum, in einer bestimmten Umgebung zu sein, die diese Arbeit möglich macht? Das Tonstudio war in Südfrankreich und ist da schon seit vielen Jahren. Das ist eine ehemalige Olivenölpresse in Saint-Rémy, in der Provence. Und die ist vor vielen Jahren schon umfunktioniert worden zu einem Tonstudio. Und dort haben so einige europäische und internationale Leute ihre Platten aufgenommen. Dort lagert die, ich glaube, größte Vinylplattensammlung im Bereich Klassik und Jazz Europas. Ich glaube, fast 300.000 Alben. Und auf diesem Gelände, diesem ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb, ist jetzt ein Tonstudio mit so unglaublich guten Instrumenten und Aufnahmeräumen, dass es also wirklich tierischen Spaß macht. Und ich bin mit Bob James, meinem Partner in diesem Fall musikalischer Art, der aus Amerika kam, quasi völlig unvorbereitet nach Südfrankreich. Und dort haben wir gesagt, wir nehmen jetzt ein Album auf, das so heißt, wie wir uns fühlen möchten, nämlich On Vacation. Und es war ein bisschen riskant, weil ich nicht wusste, was passieren wird. Und wir haben auch ganz schön gerangelt am Anfang. Aber irgendwann, so nach ein paar Tagen, merken wir, wir haben so einen Sound, der könnte es werden. Und dann hatten wir noch Harvey Mason dabei am Schlagzeug, einer der, ich glaube, so einige tausend Platten irgendwie aufgenommen hat, von Michael Jackson bis, ich weiß nicht, George Benson. Und der hatte auch noch Lust mitzuspielen. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir es auch fertig. So, ne? Und jetzt gibt es das Album On Vacation. Und Bob James ist, der hat viele unterschiedliche Sachen gemacht. Das ist 80 Jahre, ist eine Legende auf seinem Gebiet. Ist einer der meistgesampelsten Künstler im Bereich Hip-Hop, lustigerweise. Weil die Hip-Hoper immer alle total Lust darauf hatten, irgendwie so Samples mit Schlagzeug, Bass und Klavier, die einfach sehr austariert waren, irgendwie zu finden. Und die hatte man bei Bob James gefunden. Jetzt habe ich dir noch einen kleinen Exkurs gegeben. Aber ich fand einen Satz gerade so interessant. Du hast gesagt, wir waren dann dort und haben dann gemerkt, da ist jetzt ein Sound, der könnte es werden.
Das klingt für mich in dem Bereich als Laie so, als würdet ihr da mit einer ganz großen Offenheit hinfahren, um zu gucken, was ergibt sich da, finden wir da einen Sound, finden wir da keinen. Ich hätte mir jetzt in meiner Vorstellung als Nicht-Musiker vorgestellt, dass man in so ein Tonstudio schon quasi mit so und so vielen fast fertigen Songs fährt und dann nimmt man die auf und ein paar fliegen dann am Ende raus und ein paar bleiben. Aber es klingt viel, viel bewegter, als ich mir das vorgestellt hätte. Ja, es ist in der Tat auch normalerweise genauso, wie du beschreibst, und ich kenne das auch. Allerdings habe ich festgestellt, dass es manchmal auch total langweilig sein kann, vor allen Dingen was die Story angeht. Stell dir vor, wir wollten da und da ins Studio gehen, haben Stücke geschrieben, haben uns getroffen, irgendwie dann haben wir die aufgenommen und glücklicherweise hat das auch alles so hingehauen, wie wir das im Vorfeld irgendwie auch per E-Mail irgendwie gecheckt haben und so weiter. Und dann waren wir 3 Tage früher fertig als geplant. Das ist manchmal eine Situation, die so aufgeräumt ist, dass sie mit Jazz schon überhaupt nichts mehr zu tun hat. Und ich war hoffnungslos überarbeitet und habe mir überlegt, du machst jetzt genau das, was du immer schon mal machen wolltest. Du gehst jetzt auf Risiko, du triffst dich mit jemandem und wirfst einfach mal alles von A bis Z in die Waagschale. Und du gehst nicht vorher aus diesem Studio raus, bis du ein Album fertig hast. Und genau das haben wir gemacht, nachdem wir uns am Anfang die Köpfe ein bisschen eingeschlagen haben, weil das sind auch immer unterschiedliche Generationen. Bob James ist ein bisschen älter, aber doch wahnsinnig fit im Kopf. Ich bin wahrscheinlich irgendwie im Kopf manchmal ein bisschen älter irgendwie schon, als ich sein müsste. Also es kamen unterschiedliche Bedürfnisse zueinander, aber es hat am Ende für einen Dialog gereicht. Und nicht nur gereicht, sondern es ist wirklich ein Album, muss ich sagen, wo ich weiß, das kann ich jetzt auch in 10 Jahren noch jemandem vorspielen und vor allem ja auch unterschreiben. Du kennst das, du hast ein Album oder ein Produkt und du möchtest sicherstellen, dass du nach jedem Konzert und jeder Aufführung doch irgendwie mit gleicher Freude da hinten nochmal unterschreibst. Ne? Und Fängst du dann von Anfang an, wenn du ein neues Album konzipierst, fängst du dann von Anfang an im Team zu arbeiten oder machst du erstmal für dich ganz allein und es gibt so einen Moment, wo du dich dann mit den anderen, mit deinen Kollegen zusammentust und es quasi sozusagen die ersten Entwürfe rausgibst oder ist das von Anfang an eine gemeinsame Sache? In diesem Falle war es eher so, dass jeder so ein bisschen seins gemacht hat und wir quasi immer dann, wenn jemand so ein bisschen was fertig hatte, das nächste Fragment uns aufeinander eingestellt haben. Dann gab es mal eine SMS zum anderen, hör mal zu, ich hätte mal was, wollen wir mal kurz was ausprobieren. Und am Anfang gab es noch nicht so wahnsinnig viel auszuprobieren und auch noch nicht so wahnsinnig viel, wo man sagte, irgendwie, das könnte es eigentlich sein. Und dann war es lustig zu sehen, wie man so höflich dem anderen versuchte zu bedeuten, eigentlich schon ganz schön, was du da gemacht hast. Aber weißt du, ich glaube, es ist es einfach noch nicht. Da war schon sehr viel Schönes dabei. Da war schon sehr, genau, war schon gleich nochmal. Ja, da war schon sehr viel Schönes dabei, gleich nochmal. Aber der Moment, wo es dann tatsächlich sich andeutete, dass wir was haben würden, war ein ganz, ganz altes Stück von Spencer Williams aus New Orleans, nämlich der Basin Street Blues. Und Basin Street Blues eigentlich ein Symbol für die Freiheit und noch dazu in einer Zeit, in der sich, sagen wir mal, auch der amerikanische Wahlkampf schon so andeutete und doch auch die Frage ja im Raum stand, für mich auf jeden Fall künstlerisch, was mache ich eigentlich in so einer Zeit wie jetzt? Die Pandemie war irgendwann, weil wir natürlich nicht ganz fertig wurden mit dem Album und dann sehen mussten, wie wir das Long Distance machen, die stand schon im Raum. Und dieser Sound von Basin Street Blues, der hat uns das Gefühl gegeben, so möchten wir eigentlich ein ganzes Album machen miteinander. Und es hätte auch irgendwas anders werden können, aber es war halt dieser Song und jetzt ist er bei uns. Ne? Das ist schön. Jetzt ist er bei uns. Also ich kenne den Prozess so ein bisschen voran von wenn ich irgendwie ein neues Programm machen muss oder mache. Manchmal muss man ja, manchmal will man. Das ist ja nicht immer das Gleiche und nicht immer zu beeinflussen. Und da kenne ich das auch, dass ich am Anfang in so einer Phase, ich kenne keinen Begriff des Sounds so gut nachvollziehen muss, obwohl es ja bei mir wirklich nie um Musik oder um Sprache geht oder um Reden oder um Wort. Aber ich kenne das sehr gut. Oft fange ich an, wenn ich ein neues Programm mache, der Titel steht ewig vorher fest, aufgrund der langen, du kennst das ja, langen Vorbereitung der Tourneen. Und dann muss man irgendwie einen Titel abgeben und man denkt sich so, ich weiß doch gar nicht, was ich in 1,5 Jahren mache. Ich weiß nicht, wie die Welt dann aussieht. Ich weiß auch nicht, was mich dann interessiert. Aber man muss es halt irgendwie machen. Dann, bevor es losgeht, fange ich irgendwann an, mich damit zu beschäftigen. Was könnte das genau werden? Wie füllst du diesen Titel? Wie kann daraus eine Dramaturgie werden? Wie kann daraus eine Show werden? Und dann ist es, brauche ich oft irgendwie, dann lese ich ganz viel, dann lese ich auch ganz abseitiges
Zeug, was natürlich so eins zu eins nie Eingang ins Programm nehmen wird. Das würde keinen Menschen interessieren. Aber am Ende, ganz am Ende des Prozesses, merke ich dann, wie wichtig diese Umwege waren, um einen Sound zu kriegen, um ein Gefühl zu kriegen, um ein Thema zu kriegen, um eine Idee zu kriegen. Und meistens verbindet sich das dann auch mit irgendeinem Musikstück, nicht von mir, aber von anderen, das dann auch irgendwie wieder in so einem Programm auftaucht. Also ich finde immer wieder interessant, wie ein der Prozess zu dem, was man dann ein Werk oder ein Album oder ein Programm nennen könnte, immer wieder an Punkte führt, an die man nie geglaubt hätte zu kommen. Ja, das ist einfach ein Phänomen und bleibt es auch so. Ich empfinde das auch als wirklich jedes Mal wieder gefährlich. Es ist die Konfrontation mit sich selber. Mhm. Und es ist ein Risiko. Es ist wirklich ein Risiko und es ist jedes Mal der Spiegel, der einem vorgehalten wird. Ich bin irgendwann dazu übergegangen, mir Produzenten für meine eigenen Alben zu nehmen, weil ich einfach diesen gezwungenen Blick in den Spiegel nicht mehr aushalte manchmal. Also ich weiß, ich kriege da eine Performance hin, aber die Beurteilung dessen, was ich da tue, oder die Entscheidung ist, den Menschen zuzumuten, das schmerzt mich so unglaublich mittlerweile, aber nicht, weil ich keine Lust darauf hätte, sondern einfach nur, weil ich das Gefühl habe, es kann auch nicht normal sein, sich immer wieder auf dieselbe Art und Weise sozusagen so zu hinterfragen. Das machen, ich weiß nicht, ob andere Menschen das eigentlich machen, aber Künstler müssen das offenbar machen. Immer wieder aufs Neue fragen, bin ich eigentlich gerade gut genug? Ist das gut genug? Kann das irgendwie da raus gerade? Oder ist das, oder sollte es einfach mal wieder zurück in die Schublade oder so? Kennst du das? Oder? Klar, natürlich. Natürlich. Also ich bin auch immer in dem unfassbaren Zweifel, wenn ich dann gerade in so einer Phase bin, wenn ich was Neues erarbeite und gleichzeitig bin ich noch mit der alten Show auf Tour und dann denke ich so Satz für Satz, der funktioniert und das läuft seit 2 Jahren, das ist eingespielt, auch wenn ich ständig viel ändere, denke ich Satz für Satz, das kriegst du nie wieder hin. Das kriegst du nie wieder hin. Ja. Und dann fängst du wieder an und denkst, und irgendwann ist es soweit und du machst die ersten Preview-Shows und denkst, Scheiße, das interessiert doch jetzt gar keinen. Das ist doch wirklich, das braucht die Welt doch wirklich nicht, was ich jetzt da mache. Ja. Und so, und dieser totale Zweifel. Aber ich glaube, das ist so wichtig, weil wenn man nur noch rausgeht mit dem Gefühl, hey, ich bin der Geilste und jetzt kommt was Neues von mir und ich bin sicher, die Menschen warten drauf, dann musst du aufhören, dann musst du es bleiben lassen. Weil die Tatsache, dass die Leute drauf warten, das merkst du ja daran, dass offensichtlich für deine Shows Karten verkauft sind und dass du dich auf den Weg machst, dorthin zu fahren. Denn nur wenn Leute kommen, tust du das. Und das muss genügend Zuspruch sein. Und der Rest muss schon auch der produktive Zweifel an dem bleiben, was man da so treibt. Weil sonst heißt es, keine Ahnung, das bleiben lassen und den bürgerlichen Beruf wählen, den offenbar viele Politiker uns zutrauen. Absolut. Es ist die Angst vorm Stagnieren. Wenn du die spürst, dann tust du es nicht. Genau. Genau. Diese Angst, oh, es könnte schon wieder das Gleiche sein. Und dann passiert es auch nicht. Daraus passiert dann wieder was Neues. Und deswegen ist diese Form der Angst dann tatsächlich eine sehr, es ist eher nicht eine Angst, es ist, glaube ich, eher ein gesunder Abstand, ein gesunder Respekt und ein gesunder Zweifel an dem, was man da so macht. Das können wir öfter machen, Florian. Nächstes Mal bin ich auch. Das hat sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank. Ich danke dir sehr, Till, dass du Zeit hattest heute Abend. Das war sehr, sehr schön. Ich hätte zum Schluss noch zwei Botschaften. Die eine ist gleich eine Frage an dich. Aber wo wir jetzt so viel über Kunst heute Abend geredet haben, ich mache diese Show immer kostenlos und es gab jetzt viele, die gesagt haben, hey, nimm doch da auch Geld dafür, weil die ist am nächsten Tag bei YouTube und so, das möchte ich aber nicht. Aber ich habe mich entschieden, dass ich mir dachte, ich mache jetzt Folgendes, nachdem ich da lange vor zurückgeschreckt bin. Ich habe seit heute einen Moneypool bei PayPal eingerichtet. Das heißt, wer Lust hat, für diese Show, die ich hier fast jeden Tag mache, ein bisschen Geld zu bezahlen, wenn er sagt, hey, der hat das verdient, dann könnt ihr da was bezahlen. Wenn ihr nicht wollt, lasst ihr es bleiben. Der Link ist hier bei Instagram und den setze ich auch morgen nochmal drauf. Einfach so als, gut, ja, wer Lust hat, das zu unterstützen und sagt, hey, das ist mir ein bisschen Geld wert, der darf das gerne tun. Das ist eine kleine Botschaft in eigener Sache. Ich hoffe, du entschuldigst. Aber selbstverständlich. So. Lass uns das wiederholen bald. Ja? Lass uns das gerne wieder machen. Das war wirklich ein ganz schönes Gespräch. Weit über die jetzt angespannte Situation hinaus fand ich das total spannend und würde es sehr, sehr gerne fortsetzen.
Bis bald, lieber Flo. Zum Schluss noch von dir. Jetzt kommt noch das Wesentliche. Ein Song. Ich habe eine Playlist bei Spotify. Spotify, ja, ich weiß, du hast vorhin, aber sie ist da trotzdem. Und zwar Balkonsongs für die Quarantäne. Da sind, hat jeder Song einen, jeder Song, sage ich schon, jeder Song hat einen Gast hinterlassen. Nein, jeder Gast hat einen Song hinterlassen. So rum ist es richtig. Gut, dass ich nichts mit Sprache mache. Balkonsongs für die Quarantäne. Sind schon 150 Songs drauf, 11 Stunden Musik und eine bitte von dir. Irgendein Song, der dir was bedeutet, den du magst, was auch immer es ist. Ich bin da ganz spontan. Und zwar, ich nehme von Oscar Peterson ein Album, das heißt Motions and Emotions. Und das ist im Schwarzwald aufgenommen worden. In Villingen-Schwenningen damals, in den 60er Jahren. Und da gibt es wie den Lennon-McCartney-Song, beziehungsweise Paul McCartney, Yesterday. Und weil ich, ehrlich gesagt, wie gerade heute Abend eine Radiosendung mit dem Song gehabt habe und das Gefühl hatte, das sind die guten alten Zeiten, würde ich den gerne in deine Playlist packen. Yesterday ist von Oscar Peterson, ne? Oscar Peterson, Yesterday vom Album Motions and Emotions. Wunderbar. Ist das zusammen mit Billie Holiday? Ist das richtig? Nee, ist nicht mit Billie Holiday. Also Oscar Peterson und das Yesterday. Album heißt Motions and Emotions. Wunderbar. Finde ich. Erschienen auf MPS. Also Yesterday. Wenn es nicht Yesterday ist, dann kannst du auch This Guy's in Love with You eingeben. Ist auch eine super Nummer von Burt Bacharach. Ach, das ist auch schön. Ich habe Yesterday gefunden und es ist hiermit auf der Playlist Balkon Songs für die Quarantäne. Till, ich danke dir sehr herzlich. Morgen ist hier Pause. Sonntag bin ich wieder da, zusammen mit meinem Kollegen Serdar Somuncu. Ich danke dir für heute, wünsche dir alles Gute und freue mich, wenn wir uns bald hier oder live wiedersehen. Danke dir für deine Bis Zeit. Bis bald. Tschüss. Alles Gute. Ciao. Tschüss. Ciao.